Leute, ich kann es kaum glauben, für mich geht's für die Arbeit erstmal nach New York. Komm gerne mit. Am Vortag habe ich meine Familie verabschiedet, meine Mama war sehr traurig. Es ging nach Frankfurt und dann am nächsten Morgen auch direkt nach New York. Übrigens kommt mein Freund mit mir, zumindest für die ersten anderthalb Monate, und ich hatte sich sehr darüber gefreut, dass man Videospiele im Flieger spielen konnte. Das Essen war ehrlichweise nicht wirklich lecker, deshalb habe ich nicht aufgegessen. Ganz schnell meine Zähne geputzt, Skincare-Routine durchgeführt und dann habe ich etwas geschlafen. Ungefähr anderthalb Stunden bevor wir wieder gelandet sind, war natürlich wieder das Skincare-Time angesagt. Mein Freund dachte sich wie immer, was stimmt mit dir nicht? Naja, was soll's. Ich liebe meine Tuchmasken im Flieger und ich werde sie auch immer benutzen. Nachdem wir dann zwei Stunden in der Security-Warteschlange standen, ging's ins Apartment. Ich war super positiv überrascht. Für New Yorker Verhältnisse 1A. Und es sah noch besser aus als auf den Fotos. Abends haben wir uns dann nur noch was zu essen geholt. Natürlich meinen Matcha Latte. Und das war's.